Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus der Bude. Willkommen zur zweiten nachkommentierten Folge von New Pokémon Snap. Die erste habe ich gerade erst nachkommentiert, mal geguckt, wie es mit der Qualität ist. War eigentlich relativ zufrieden dafür, wie es eben jetzt letztendlich war. Dementsprechend machen wir einfach weiter. Bei dieser Folge muss ich dann nur gucken, wie ich das genau mache, weil das eben eine der Folgen ist. Das passiert bei meiner Capture-Card halt ganz einfach. Nach irgendwie 22, 23 Minuten macht die einen automatischen Cut und startet direkt ein neues Video. Und ich kann die Videos nicht einfach hier in Folge für mich selber angucken und die Audio damit zurechtschneiden. Und guck mal, Luminaramoth, wir beginnen direkt mit einem Lumina-Pokémon. Wobei das für mich noch das wenigst coole in der Folge war. Und Fun Fact, wir beginnen mit zwei Luminaramoth. Ich werde erstmal die Musik für die drin lassen und, okay, wahrscheinlich dann einfach fürs zweite Video eine andere. Obwohl, na, mal gucken, wie ich es mit der Musik regel. Auf jeden Fall haben wir zwei Luminaramoth jetzt hier. Und ich sag's gleich, ich habe sowas von kein gutes Foto bekommen hier. Das Ding ist, die haben ihre Feuerschilde. Die muss man auflösen, bevor man effektiv irgendwie sie mit Lumina-Orbs treffen und damit fotografieren kann. Ich wusste erst nicht ganz, was ich machen soll. Man muss sie mit zwei Äpfeln treffen, hat Olaf mir dann gesagt. Dann löst sich das Schild auf. Und mein weltberühmter New Pokémon Snap Aimbot hat mich in diesem Level echt im Stich gelassen. Also hier habe ich wirklich einen Scheißdreck hinbekommen. Es ist jetzt nicht so, als hätte ich gar kein Foto von denen oder so, aber gut war es definitiv nicht. Dass es zwei Stück sind, ist eben eine ziemliche Besonderheit. Das ist das einzige Mal im Spiel logischerweise, wie man sich vielleicht denken kann. Es gibt danach ja auch nur noch ein Lumina-Pokémon, von dem ich ehrlich gesagt auch dachte, es wäre das hier. Ich habe ehrlich gesagt ganz vergessen, dass es Ramoth überhaupt gab als Lumina-Pokémon. Auch wenn es wegen dem Pokémon, das es ist, von der Positionierung her kompletter Schwachsinn gewesen wäre, aber Ramoth macht halt deutlich mehr Sinn. Ich versuche gerade mich noch irgendwie ein bisschen bequemer hinzusetzen, deswegen wundert euch nicht, wenn die Audio sich im Verlauf ein bisschen ändert. Es ist halt einfach auch für mich ungewohnt, aber ich muss sagen, ich finde es entspannter, als ich dachte. Ich hatte eher das Gefühl, dass das wahrscheinlich echt nur so ein bisschen unnötige Last wird, aber einfach mal sich hinsetzen, bequem so ein bisschen Footage nachkommentieren, dass die Musik nicht da ist, ist natürlich ein bisschen, also die Ingame-Musik ist natürlich ein bisschen bescheuert, die Ingame-Sounds, ich weiß auch echt nicht, wie das zustande gekommen ist, muss ich sagen. Also das ist mir vorher nie passiert. Da muss ich nächstes Mal sicher gehen, wenn ich aufnehme. Das waren aber auch die letzten Videos und die einzigen normalerweise, bei denen ich sowas mit Nachkommentieren machen muss. Naja, ich glaube, gleich löse ich, wenn ich gerade nicht irgendwie beim Labern was übersehen habe, ich löse, glaube ich, gleich zum ersten Mal eins der Schilde auf von einem der Ramoth. Ja, ich habe die Kristallblume getroffen, bringt nur nicht viel. Ja, da ist eins der Schilde weg. Und das Ding verpisst sich sofort, was mich dezent getriggert hat. Da habe ich mir auch gedacht, willst du mich verarschen, Digga? Ich will ein Foto von dir machen. Ich habe an diesem Punkt noch nicht ein Foto, also da sehe ich dann auf einmal diesen behinderten Schweif und ich habe zumindest irgendwas. So, es Viech tanzt um die Kristallblume rum, die ich dann natürlich gleich treffen will. Und was ich auch treffe. Das heißt, an diesem Punkt habe ich dann tatsächlich ein paar Fotos, die irgendwie akzeptabel sind. Und wirklich besser wird's auch nicht mehr. Die Stage ist tatsächlich auch nicht mehr sonderlich lang. Da waren auf einmal beide neben mir, was mich ein bisschen verwirrt hat. Wir kommen jetzt auch schon zur letzten Passage, wo eigentlich die meiste Zeit beide hier zusammen chillen. Für ein 4-Sterne-Foto muss man auf jeden Fall beide auf einmal mit einer Lumina-Kugel, mit einem Lumina-Orb getroffen haben und sie dann fotografieren. Aber das habe ich echt nicht hinbekommen, also
Ich bin froh, dass ich irgendwas geschissen bekommen habe hier. Also halbwegs. Ob man das als geschissen bekommen bezeichnen kann? Definitionssache. Das war dann wahrscheinlich... Ja, das zweite davon war das beste Foto, was ich bekommen habe, glaube ich. Müsste auch das gewesen sein, welches ich am Ende ausgewählt habe. Jetzt habe ich auch nochmal das andere getroffen. Ah nein, das war das Beste. Ich dachte, ich hätte nicht mehr so eins. Jo, das war das beste Foto dann nochmal zum Abschluss. Hier habe ich nochmal ein oder zwei, wo das Ding mir auch noch im Gesicht klebt. Und um die Kristallblume rumtanzt. Und wieso ich das so seitlich fotografiert habe, braucht ihr mich nicht fragen. Das frage ich mich gerade selber nämlich. Ja, bei der Folge bin ich mal gespannt. Wait, bin ich... Ach, ich wollte gerade sagen, die ist doch gar nicht länger als die letzte. Ja doch, das sind ja zwei Videos. Ich habe gerade nur auf die Videolänge von dem, was ich gerade drin habe, geguckt. Ja, ein bisschen länger als die letzte Folge. Aber ich glaube, gerade im nächsten Gebiet werde ich einiges sagen können. Da schmeiße ich noch ein paar Äpfel in die Lava aus Prinzip und Protest für die letzte Folge. Wer es nicht gesehen hat, sollte es nachholen. Und ja, ich würde sagen, dass die Musik hier endet, ist gerade auch ganz gutes Timing. Dann stell ich mal eine passende... Oh, ich überlege gerade nur, das Problem ist, meine ganzen Playlists und so sind auch weg. Ich glaube, ich habe eine Version von dem Track, den ich abspielen will, die copyright-free ist und eine, die es nicht ist. Deswegen muss ich kurz gucken. Obwohl, ich glaube, die sind beide copyright-free. Kann sein, dass ich ein bisschen lauter machen muss. So, 5400 habe ich auf jeden Fall genommen dafür. Es war das einzig gute Foto. Muss man halt so sagen. Ich hoffe, die Audio passt. Ich konnte jetzt natürlich mit dem Track das nicht vorher testen. Vielleicht ein bisschen leise, die Musik. Also ich werde ein bisschen hier nebenbei anpassen, so ein Gedöns. Und ja, natürlich hat er auch wieder was dazu zu sagen. Natürlich haben wir auch Level 2 erreicht, weil da braucht man literally einen Erfahrungspunkt für. Und jetzt wird die Musik lauter. Ich hoffe einfach, dass es so passt, wie ich es jetzt eingestellt habe, sonst ist es ein bisschen zu leise. Zu laut wird sie nicht sein, so, da bin ich mir sehr sicher. Also dann. Er regt sich auf, dass ich immer der bin, der zu Lumina Pokémon gehe. Ja, Digga, wir wissen immer, wo die sind. Und ich bin da halt einfach der Typ, der hinrennt, ne? Wenn du das nicht machst, brauchst du dich nicht bei mir zu beschweren. Also, wieder ein bisschen... Es gab an dieser Stelle wieder ein bisschen Philosophie über den Meteoroiden. Der anscheinend ja ein sehr großes Einflussgebiet hatte. Der Schaden dementsprechend... Hätte ja auch vom Einschlag beträchtlich sein müssen, aber man sieht nirgendwo was davon. Ich versuche einfach das bisschen von dem, was ich selber gerade lese, nachzuholen. Jetzt ist die Überlegung, ob das gerade das letzte Lumina-Pokémon war, aber er hat hier was Krasses rausgefunden, der Professor Dr. Davis. So. Wir begeben uns über die Seiten der Lentil-Chroniken an dieser Stelle nämlich hinaus und bereisen eine Insel, die dort gar nicht eingetragen ist. Und zwar ist das eine Gegend mit einem sehr interessanten Namen. Vier Inseln gab es in den Lentil-Chroniken offensichtlich. Auch wenn ich nicht weiß, warum sie als Wasserinsel gerade den Unterwasserort markiert haben. Und eben auf jeder Insel gab es, also wenn man ein Lumina-Pokémon getroffen hat, gab es einen Anstieg auf jeder dieser vier Inseln und noch auf einer, an einem fünften Ort, auf einer fünften Insel. Das ist eben die Theorie des Professor Marcel Davis, war dabei, dass eben die Lumina-Pokémon kommunizieren. Die letzte Insel ist eine Eisinsel, frostiges Schneefeld. Und ja, wir haben da gefühlt eine halbe Stunde diskutiert, bis ich... Hier ist das Schnee. Überall Kokain! Und ja, das war 1:1 eine Nachstellung von meinem originalen Kommentar an der Stelle.
Naja, wir haben da diskutiert, bis ich mein Veto als YouTuber eingelegt habe. Die Insel, die da als Durus beschrieben wurde, heißt in Wahrheit Dürüm. Deswegen bereisen wir jetzt ein türkisches Fleischgericht. Und dass wir zu mehr Orten aufbrechen können, hat er 2 Sekunden davor gesagt. Und jetzt bekommen wir echt noch ein Feature, mit der man die Geschwindigkeit des Neo One verändern kann. Man kann schneller werden. Und da hab ich auch gesagt, es ist schön und gut, dass wir das jetzt bekommen, aber why the fuck bekommt man das so nah am Spielende? Das ist so ein Quality of Life Bullshit, Junge. Das bräuchte man am Anfang. Das sollte von vornherein drin sein. Also ja, man kann damit ZR ein Turbo benutzen, damit eben logischerweise schneller sein und Pokémon anders aus anderen Winkeln fotografieren. Genauso wie man langsamer werden kann, wenn man den Zoom nutzt. Dementsprechend kann man eben versuchen, unterschiedliche Timings, unterschiedliche Perspektiven und damit bessere Fotos von verschiedenen Pokémon zu bekommen. Für den Speedboost muss man einfach nur eine der Schultertasten drücken, die ich gar nicht mehr auswendig im Kopf habe, weil ich habe den Text nicht gescheit gelesen. Ja, das passiert, wenn ich nebenbei laber. Wir haben dann hier eben das letzte Gebiet und boah, ich habe schon gesagt, mich bekommt man mit Eisgegenden. Hab mich gerade ein bisschen anders hingesetzt, falls man dumme Geräusche gehört hat. Und mit dumme Geräusche meine ich nicht mein Monolog, den ich hier wieder führe. Ich habe schon gesagt, mit Schneegegenden kriegt man mich eigentlich immer dran. Ich liebe Schneegegenden. Und ja, wie ihr bereits aus dem Commentary der letzten Folgen, der letzten Folge und am Anfang heute rausgehört habt, mit diesem Schneegebiet hat man mich auch wieder echt bekommen. Ich liebe dieses Gebiet. Es ist mit Abstand das coolste im Game. Es ist so mega nice designed. Da hinten haben wir ein V-Senior, das ein bisschen viel Spaß hat. Und ich habe wieder erstmal eine gefühlte halbe Stunde gebraucht, um überhaupt zu realisieren, Brudi, ich habe keine Lumina-Kugeln hier. Fun Fact, so. Wir finden noch eine leuchtende Kristallblume später diese Folge. Allgemein, ihr werdet auch eines der Bilder aus der Folge definitiv im Hintergrund sehen, weil das war wirklich das Gebiet. Ich habe mir mehrere Fotos hier geschossen und die über einen relativ umständlichen Prozess, weil yay Nintendo, habe ich die mir auf den Laptop gezogen und wie benutze ich jetzt für Thumbnails, weil die so geil aussehen, die Szenen hier. Aber ja, ihr seht, denke ich schon. Wir sind in einer echt coolen Eisgegend. Mamutl, verschiedene Eis-Pokémon. Das Panzer-Eron triggert mich ein bisschen. Ich habe echt gedacht, man kommt da irgendwie näher dran da hinten. Irgendwann habe ich auch ein Foto geschossen, aber man kommt halt echt nicht wirklich relevant näher an dieses Panzer-Eron. Da haben wir eine fette Eisspalte mit einem Vivillon. Und ich glaube, das ist das beste Vivillon-Foto, das ich geschossen habe. Hier das zweite. Quiekel gibt es hier auch. Das Pokémon mochte ich gerade früher sehr gern. Ich habe einfach nicht mehr viel damit zu tun seitdem. In irgendeiner ersten Überlegungsphase war es auch mal möglich, dass ein Quiekel ein Teammitglied der Walross-Edition wird, was aber letztendlich nicht zustande gekommen. Stimmt, das war's, genau. Quiekel wäre statt Seemops beinahe reingekommen. Und ja, ich denke, ihr versteht auch, warum ich jetzt die Pokémon Mystery Dungeon Escape Through the Snow Musik angemacht habe. Und ja, es ist einfach sau cool. Ich weiß, dass am Anfang der nächsten Route das Video endet, deswegen kann ich mir die hier noch sehr gechillt geben. Und wir rutschen jetzt noch in eine unterirdische Höhle, da konnte ich auch, das hatte nichts mit meinem Speed zu tun, vielleicht sieht man an ein oder zwei Stellen. Ich guck mal, ob man irgendwann sieht, wie ich schneller werde. Hier die Höhle sah halt, fand ich auch schon, sieht sehr cool aus. Aber die Sache ist die. Es ist ein ganz schönes Gebiet, so wie wir das hier gerade durchmachen. Aber wartet auf die Nachtversion, Alter. Ich hatte ehrlich gesagt schon ganz verpennt, dass es Nachtversionen gibt an diesem Punkt. Bis wir direkt nach diesem Durchgang die Nachtversion dieses Ortes freigeschaltet haben.
Und oh mein Gott, das ist so top-tier. Das ist... Oh. Digga, selbst beim Nachkommentieren rede ich die ganze Zeit nur drüber, wie geil diese Gegend ist. Und hier sind wir jetzt im letzten Gebiet. Und Seemobs. Ich wusste, dass es zwei Pokémon gibt, die ich sehr gerne mag. Und dieses Seemobs, Digga, das habe ich so sehr gefühlt. Dieses Seemobs habe ich so gefühlt, Alter. Wie das da einfach so... Das wiped so richtig heftig, das Ding, Alter. Das gönnt sich. Da rollt noch eins weg. Und da hinten ist das Ziel dieses Durchgangs. Auch in einer sehr coolen Eisgegend hier. Und boah, die Gegend ist echt cool. Dieses Wibing-Seemobs ist halt einfach ein Mut. Oh. Da chillt noch ein fetter Eisbär. Würde ich anstelle der Plinfer vielleicht nicht so nah rangehen. Aber deren Sache, I guess. Ja, ich habe ehrlich gesagt immer noch keine Ahnung, wie ich das mit der Audio gleich regel. Aber auch nochmal sehr schön hier am Ende, finde ich, sieht man nochmal, wie geil die Gegend aussieht. Es ist wirklich meiner Meinung nach die bestdesignte Gegend im Spiel. Also natürlich nur, wenn man die Tag- und Nachtversion als unterschiedliche zählt, weil die Nachtversion ist 20 mal besser. Und die Tagversion ist schon wahrscheinlich die beste in meinen Augen. Die streitet sich bis in den Vulkan. Ja, da habe ich den fetten Eisbär, von dem ich gerade geredet habe. Da habe ich einen kleinen Eisbär. Pinguine. Es sind auch sehr passende Pokémon mal wieder gewählt worden. Mammutl. Ich wusste bei den ersten halt nicht, ob die vielleicht zu groß drauf sind, aber hab mir dann gedacht, ich nehme das. Da haben wir eben das Vivillon, von dem ich geredet habe. Boah, ich merke schon. Ich muss halt mit dem Mikrofon hier ein bisschen lauter noch reden als sonst, weil das relativ leise ist insgesamt. Auch bei den Hörspielen rede ich da sehr laut. Hier drei Sterne, das Wibing-Seemobs. Da habe ich auch gesagt, also hier. Professor, dafür will ich mindestens 4000 Punkte. Sonst gibt es aber so eine dicke Schelle. Ja, die Kristallblumenfotos bringen ja nichts, wenn sie nicht leuchten. Dementsprechend hier nichts Effektives. Ich merke aber schon, dass das gerade ein bisschen auf meine Stimme schlägt, dass ich hier, weil ich ja die Folgen direkt nacheinander nachsynchronisiere. Aber trotzdem macht Bock, muss ich sagen. Es ist definitiv more enjoyable für mich, als ich dachte. Wie es für euch ist, kann ich schwer einschätzen. Aber ich hoffe auch nicht allzu schlimm. Fühlt sich so halt ein bisschen eher an wie ein Podcast als wie ein Let's Play für mich, aber... Ja, scheiß drauf. Da mal wieder irgendwie 50 Punkte von Diamantstern weg, das ist immer nervig. Mammutl, ja, es war nicht so toll. Dieses Vivillon hat er aber dick gefühlt. 4-3. Und wir kommen gleich zu Seemobs. Oh, hey, Eltun. Wir kommen gleich zu Seemobs. Ja, bei dem Quiekel habe ich schon gesagt, das ist scheiße. Das Panzer-Aeron ebenfalls. Viel zu klein. Da bin ich aber auch echt nicht näher dran gekommen. So, ich warte echt nur auf Seemobs. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was der dem gegeben hat. Ich weiß gar nicht mehr, was der dem gegeben hat. Das Finontor war trash. Es war mega trash und er gibt über 3k. Und jetzt, Alter. Wenn du dem Scheiß Punkte gibst, ich schlag dir einen auf die Schnauze. Okay, okay. Das war's. Das war's. Ja. Wie zum Fick ist das 3-4? Der Scheiß Finontor davor, das gefühlt nicht richtig auf dem Bild war, hat genauso viel bekommen. Du Banause! Und wir erreichen Level 2. Ich bin ruhig. Ich bin ruhig! Ja, wir machen weiter, bekommen ein bisschen Gedöns dafür, was wir hier so alles hatten. Und es gibt mal wieder Neuigkeiten. Was diese Neuigkeiten sind, ja, hier wollte ich nochmal sicher gehen, dass Seemobs brauche ich in meinem Leben. Speichern. Und damit machen wir weiter. Boah, die Musik ist ein Vibe. Digga, ich stell mir gerade vor, ich meine, die allgemeine, die Gegend hatte, wie
wie eigentlich vieles in dem Spiel, jetzt nicht wirklich Musik. Die Gegend mit der Musik, die gerade spielt, oh mein Gott. Orgasm Time. Oder noch geiler, nächstes Mystery Dungeon mit so einer Grafik und so einer Gegend. Boah, ey. Übrigens, wir haben die Nacht freigeschaltet. Und ja, gleich muss ich eben mal gucken mit dem Video. Ich halt's einfach ein bisschen im Auge, wie lang es noch geht und pausiere dann die Audio, würde ich sagen. Eine Minute haben wir bis dahin noch. Irgendwas habe ich da mit dem wir haben da diskutiert, wo es eigentlich Nacht gab oder nicht. Da muss ich tatsächlich fast sagen, ist die Audio ganz gut, dass sie weg ist, die Originale, weil da hat Olaf was gespoilert noch, der Keck. Dafür gibt's eine Schelle. Und ja, ab geht's, Eis gegen Nacht. Und gleich beim Startscreen war es für mich dann auch rum. Hier wusste ich schon, oh mein Gott, das wird die beste Gegend im Spiel. Oh mein fucking Gott, sieht das nice aus. Ein Haufen McNine gibt's hier noch. Und ich mach direkt ein Foto von diesem geilen Sternenhimmel. Ich liebe alles da dran. Es ist so gut. Da chillt noch McNine und wir sind in 5 Sekunden fertig mit dem Video. Also sehen wir uns gleich beim nächsten wieder. So. Weiter geht's, die Audio ist jetzt wahrscheinlich minimal verschoben. Ich hoffe, ich krieg das irgendwie halbwegs hin. Gerade hat man einen kurzen Speedboost von mir gesehen. Auf jeden Fall geht's weiter. Das McNine hat richtig Bock. Und da habe ich auch gute Fotos bekommen. Ich habe mich vorher schon aufgeregt. Boah, ich habe kein gutes McNine. Aha. Für euch war das wahrscheinlich nicht bei mir stand, aber das Video gerade für eine Sekunde, deswegen war ich verwirrt. Ich hatte gerade ein kurzes Standbild, das V-Senior, das ist cool. Wie das einfach so über die Kante guckt, hatte ich schon ganz vergessen. Und jetzt kommen wir langsam zum Bereich, wo es richtig Panorama gibt. Die Mangunior gucken schon so gechillt darunter. Okay, jetzt nicht mehr, jetzt bellt's mir ins Gesicht. Aber hier kommen wir jetzt schon zu einem der coolsten Bilder hier, zu einer der schönsten Ansichten in diesem Game. Nachdem wir diese Motte mit einem Apfel abgeworfen haben. Und jetzt guckt euch das da an. Wie unfassbar geil ist das? Wie unfassbar geil sah das aus da mit dem... Oh, mit der Kristallblume, das sah so nice aus. Und hier habe ich mir auch gedacht, mache ich jetzt ein Foto von Mac? Nein, ach fuck it. Panorama mit den Bergen und dem Himmel. Es ist einfach so gut. Ich frage mich echt, wie ich es schaffe, beim Nachkommentieren diese Gegend noch mehr zu feiern als beim ersten Durchspielen. Ich verstehe es selber nicht. Aber ja. Dass dieses Mottenviech existiert, hatte ich übrigens auch so ziemlich verdrängt. Gen 8 Pokémon allgemein nicht so mein Ding. Es gibt nicht so viel, was ich in Gen 8 mag, muss ich sagen. Und hier habe ich schon gesehen, da drin leuchtet es nicht auch. Digga, die haben jetzt nicht diese Scheißhülle noch beleuchtet. Das kann nicht deren Ernst sein. Und ganz war es auch nicht. Irgendwie ist das hier am Eingang am stärksten. Leider. Heißt nicht, dass es nicht cool aussieht hier drüben. Wobei ich sagen muss, das ist bei Nacht jetzt nicht so viel krasser. Hier haben wir Rosanna. Bisschen rumchillen. Ich weiß nicht, nee, das Phenonto ist hier nicht, sondern das fucking Eis da. Und ansonsten sind hier keine Pokémon. Dieses eine Bild von der Kristallblume wird wahrscheinlich hier als Hintergrund vom Video sein. Entweder, okay, ich weiß nicht, ob das perfekt passt. Das ist aber meiner Meinung nach echt das beste Foto, was ich da bekommen habe. Das sieht halt so unfassbar gut aus alles. Ich hab's schon mal erwähnt, ich liebe Eisgegenden sowieso und dann noch so weit. Ich liebe Eisgegenden, ich liebe Nacht und so eine geile Kombination wie das hier. Oh, wie das hier noch leuchtet. Und jetzt sind wir wieder beim Ende und treffen das zweite Pokémon, das ich unbedingt treffen wollte, hier von dem ich wusste, dass es das gibt.
Da hinten, Alola Vulpix. Auch, Vulpix auch eins meiner Lieblings-Pokémon. Beide Formen sind mega cool. Die Seemobs chillen hier wieder, werden aber weggekickt. Lül. Und das Vulpix gönnt sich ein bisschen mit den Seemobs. Es ist so cool, ich liebe alles an dieser Gegend. Hier chillt noch ein Mammutl in einer heißen Quelle, zumindest sieht sie sehr heiß aus. Und ja, da geht's gleich wieder pennen. Es ist alles so cool. Warte. Why the fuck hab ich da das Rexblizzar nicht fotografiert? Ich muss mich selber nicht verstehen. Sich selber zu verstehen, ist enorm überbewertet in meinen Augen. Ja, ich verstehe echt nicht, warum ich das Rexblizzar da nicht gefotoknipselt habe. Macht irgendwie wenig Sinn. Aber ja, wir haben einige Fotos geschossen hier in der Nacht. Magnine haben wir 2 mit 3 Sternen. Eins, wo es da hinten so buddelt und halt das. Das ist an sich dieselbe Pose gewesen. Die sind irgendwie alle 3 Sterne. Einfach nur, weil das Ding in dieser Quelle chillt anscheinend. Die Seemobs sind halt alle nicht so gut wie vorher. Ja, da habe ich auch gesagt, aha, Seemobs. Understandable, have a great day. Seemobs. Das Visenior sieht auch aus als... Das fand ich echt cool, das Foto irgendwo, weil das Visenior einfach aussieht, als würde es auch so richtig in Sternenhimmel gucken. Auch wenn es eigentlich gerade ein fucking Raubtier gesehen hat, dass es umbringt. Ja, und deswegen habe ich mich gefragt, why the fuck habe ich kein gescheites Rexblizzar am Ende geschossen? Weil die alle kacke waren. Und hier ist das Viech, sehe ich gefühlt auf dem Foto mal wieder nicht mal. Plinth war deutlich schwächer als vorhin. Vulpix gab es leider nichts so Gutes. Und das Kristallblumenbild. Oh, das ist so gut. Wie kann etwas so nice aussehen? Ich habe auch nach der Folge, dann bin ich direkt... Oder, ja doch, das war glaube ich nach der Folge. Bin ich direkt ins Album gegangen. Oder vielleicht war das auch noch in der Folge. Ich bin direkt ins Album gegangen. Hab mir einige von den Dingern abgesaved, von den Bildern. Damit ich die einfach da hab. So, paar Bewertungen hier noch einsammeln. Die Seemobs sind nicht gut. Das Visenior hier fand ich ganz schön, aber ich wusste auch, das ist halt weggedreht, you know. Nicht so krass. Das Viech habe ich leider sehr kacke erwischt. Dass es noch 3-2 war, fand ich schon überraschend. Das Rexblizzar war trash und ich verstehe immer noch nicht, warum ich das am Ende nicht nochmal gut fotografiert habe. Und ich merke, meine Stimme wird auch leiser. Ich hoffe, man hört mich überhaupt noch gescheit. Es ist halt einfach anstrengend, eine Stunde laut durchzureden, you know. Selbst für wen, der inzwischen ziemlich trainiert mit der Stimme ist, wie ich. Man muss auch sagen, meine Stimme tut zwar weh, aber ich würde wahrscheinlich immer noch 2 Stunden oder so durchhalten. Ich habe ja auch schon mal ein Video gemacht, wo ich die ganze erste Walross-Edition am Stück vorgelesen habe. Mit den Stimmen. Einfach nur, weil ich's kann. Vielleicht mache ich das irgendwann nochmal für eine Walross Edition 2 oder so. Für die Walross Edition 4. Digga, wenn ich jemals die Walross Edition 4 an einem Stück vorlese, dann müsst ihr aber alle so einen dicken Sub dalassen. Das Hörspiel ging nicht umsonst 8,5 Stunden. Leider nicht Level 2 hier bei Nacht bekommen. Und ja, gibt wieder Lumina-Zeug. Und ich habe das direkt hier gespeichert, die Dinger. Ideal. Da einfach die Fotos auswählen, speichern. Ehrlich gesagt, sehe ich gerade zeitlich gar nicht. Wie soll ich denn zeitlich noch die den Lumina-Orb diese Folge bekommen? Die Folge endet in einer Minute so ziemlich. Okay, 1,5, wenn ich es jetzt schnell mache mit dem Saven. Das ganze Gedöns mit dem Rüberziehen war halt danach. Digga, das war so aufwendig. Ich musste erst hier im Game dann nochmal ins Album gehen. Die Fotos dort auf dem Nintendo Switch Album speichern. Auf dem Fotoalbum der Switch selber. Dort konnte ich sie dann auswählen, musste auf dem Handy einen QR-Code einscannen,
den dann nochmal einscannen, konnte dann die Fotos downloaden, die ich dann in Dropbox gestellt und auf dem Laptop runtergeladen habe. Und die haben ein Wasserzeichen. Yay! Ja, okay, das Wasserzeichen kann ich einfach rausschneiden. So, ja, im Prinzip, was er sagen will. Jo, wir haben mal wieder, ja, hier, genau die Aussage. Hier hast du Lumina-Kugeln für die Dürüm-Insel. Vielleicht können wir bald rausfinden, wo das letzte Lumina-Pokémon sich aufhält. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es noch ein Gebiet gibt. Auf jeden Fall endet die Folge in 30 Sekunden. Dementsprechend verabschiede ich mich dann auch wieder für heute. Wenn euch dieses Areal genauso gefallen hat wie mir, lasst gerne ein Like und oder Abo auf dem Kanal da. Vielleicht fandet ihr die nachkommentierten Folgen ja doch ganz schön. Ich fand sie auf jeden Fall besser als gedacht. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis bald und ciao.